Nur wenige Stunden nach dem blutigen Anschlag auf die französische Satirezeitung Charlie Hebdo kamen am Mittwochabend auch in Berlin hunderte Menschen zusammen, um vor der französischen Botschaft der Opfer des Terroranschlags zu gedenken. Kerzen wurden entzündet, viele trugen Plakate bei sich, auf denen Je suis Charlie, zu Deutsch Ich bin Charlie, zu lesen war. Die Fassungslosigkeit unter den Teilnehmern war groß. Ich war wütend, weil das war ein Teil von meiner Jugend sozusagen. Also ich war ein Leser von der Zeitung. Ja. Und kann dich nur wütend machen, klar. Doch auch unter den Muslimen wächst zunehmend die Wut. Mord und Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung, auch für sie vollkommen inakzeptabel. Ich bin selber Moslem und finde es ungeheuer schrecklich, was hier passiert ist, was in Paris passiert ist. Ich verurteile das total extrem. Das hat mit dem Islam, als mit der Religion nichts zu tun. Diese Menschen sind abscheulich, die sind schrecklich. Ich hasse sie, ich verstehe das nicht, ich kann es überhaupt nicht verstehen, wie Menschen anderen Menschen so etwas antun können. In vielen Ländern ist die Bestürzung groß. Der Terroranschlag wird nicht nur als Angriff auf die Pressefreiheit, sondern auch auf die demokratischen Grundwerte Europas gewertet. Am Mittwoch hatten unbekannte Attentäter schwer bewaffnet die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo gestürmt und dabei 12 Journalisten getötet. Die Täter sind noch auf der Flucht.